gemacht und mich soweit fertig gemacht. Ich habe heute Morgen noch das Haus aufgeräumt und alles, weil ich hatte die letzte Woche über Besuch von einer Freundin. Und allgemein bin ich den gesamten Monat komplett durchgeplant an Besuch. Also ich hatte von der ersten Juniwoche bis zur zweiten Juliwoche komplett durchgehend jeden Tag Besuch von Freunden, was ich einerseits super, super schön finde. Aber da ich im Herzen noch ein bisschen introvertiert bin, kann es manchmal ein bisschen viel werden. Und heute hole ich Yannick und zwei Freunde von Yannick ab und ich freue mich so, so sehr auf Yannick, weil the kind of level of friendship, wo man einfach chillen kann und belanglos sein kann, und das sind, finde ich, die besten Freundschaften, wenn man einfach nur chillen kann. Und wir werden natürlich Podcast aufnehmen und so, aber es wird mega, mega schön. Ich freue mich extrem doll auf die Zeit. Wir haben unseren ersten Sponsor, guys! Wir haben einen Sponsor für dieses Video und zwar ist das HelloFresh. Ich habe mir letzte Woche ein paar Sachen da bestellt und die sind jetzt angekommen und ich bin so gespannt. Ich bin so ein Gewohnheitsmensch, ich esse immer dieselben drei Sachen. Ich wäre gerne abends mal kreativer, aber ich mag es einfach überhaupt nicht, einkaufen zu gehen. Vor allem, wenn ich für mich selbst koche, weil dann habe ich oft entweder viel zu viel oder ich muss so komische Sachen kaufen, wo ich nicht weiß, wo ich die kaufen soll, weil hier auf Mallorca gibt es schon viel Auswahl im Supermarkt, aber bei manchen Sachen, wenn die so ein bisschen mehr Nische sind, dann finde ich die nicht so schnell. Und deshalb ist HelloFresh einfach perfekt, weil man hat diese riesige Auswahl an vegetarischen Optionen, Fleisch, Fisch, keine Ahnung was. Vielleicht werde ich so ein wenig kreativer mit dem Kochen. Also ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich habe noch einen Rabattcode für euch, aber dazu, wie gesagt, später gerne mehr. Dann werde ich die anderen abholen und dann werden wir einfach den Tag gemeinsam verbringen. Yay! Das Wetter heute ist irgendwie ein bisschen durchwachsen, also es ist relativ schwül, aber irgendwie auch grau und regnerisch und deshalb habe ich einfach so einen halb sporty Look an. Ich mag momentan diese Athleisure Fits irgendwie und ich weiß nicht warum, aber egal. Ich glaube, weil ich mir bei Lululemons neue Sportsachen geholt habe, weil meine Sport-BHs alle nicht mehr gepasst haben und jetzt liebe ich es die ganze Zeit Sport-BHs zu tragen, aber ich trage meine geliebte grüne Hose von Aloe Yoga. Die ist wirklich perfekt für den Sommer. Die habe ich euch auch in meinem Capsule Wardrobe Sommer Lookbook gezeigt, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Dazu trage ich dann diesen perfekten Sport-BH von Lululemons. Ich finde, der sitzt perfekt, der ist so bequem. Und darüber habe ich einfach dieses Jäckchen so kombiniert von Massimo Dutti, was ich auch sehr gerne mag. Das hat so, kann man hier so leicht zusammen machen. Und ich finde, das ist einfach voll das gute Layering Piece für den Sommer. And that's the look. Und jetzt werde ich Yannick und Marlene und Philipp abholen. Das wird auch noch eine Mission, weil wir zu viert mit drei Koffern in Fiat passen müssen. Und das habe ich gestern schon versucht mit meinen Freunden. And it was a bit complicated. It wasn't easy, babes. Das ist ihre Leidenschaft. Die singen zwar alles. Okay, ja, dann. Aber. Tiny Mike eingeholt. Ich habe schon gesagt, jetzt mal hey, Little Tiny Mike. Wir würden da wirklich besser singen. Ja, du sowieso. Lass mal das machen, dass wir so ein bisschen mit mir einen Song rausbringen würden. Whatever. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bye. My name is Yannick and that's... Shalisha. Anyone ever tell you you look like Beyoncé? Nah, they usually tell me I look like Shalisha. Who the fuck is that? Me. Shalisha who? Shalisha? Anyways, Leute, wir waren gerade bei Mama Carmens. We don't really know what to do with ourselves. Ja, weil es ist Sonntag und es ist grau. The freak. The freak. Wie laut ist sie? Man weiß wirklich nicht, was man machen soll. Eigentlich ist heute ein Saubermachtag, finde ich. Das ist ein richtiger Cleaning-Day. Ja, ich habe heute Morgen schon geputzt, aber ich kann nochmal saugen gleich. Es ist auch so ein Nap-Day, wo man einfach den ganzen Tag im Bett liegt und Serien schaut. Eigentlich ist es halt einfach ein TikTok-Tag, ja. Sorry, we're wrong. We're vlogging. Kannst auch mitkommen. You can join. You can join the party. Wir haben noch was Kleines für dich. Mich? Ja. Oh my god, why? Als Dankeschön. What? Why? Dass wir bei dir bleiben dürfen. Pablo ist nicht für dich. Nee, das leider. Stimmt, wir hätten auch noch was für Partner. Oh my god, what's that? Oh my god! Oh my god, sind das in. Wie schön, dankeschön! Dankeschön! No, it's for me, babes. Oh my god, warte, ist das Teil des Geschenks? Muss ja, das gehört dir. Oh my god, ich wollte schon wieder so einen haben! Wait, she ate. Hast du die selbst gemacht? Meine Mom. No way. Oh. Wir haben die in Auftrag gegeben für dich. Oh my god, dankeschön!
Ich mache heute das Garnelen-Curry mit Peanut Butter. Angeblich brauchen wir nur 25 Minuten. Das schmeckt mir. Man hat quasi die Tüte hier und da ist alles drin. Die Gewürze, und ich finde es so nice, dass alles genau auf die Portion abgestimmt ist. Also ihr könnt quasi online angeben, wie viele Portionen ihr braucht. Und dann kriegt ihr das. Okay, so, was muss ich machen? Erstmal HelloFresh. Beste überhaupt. Ich bin ein großer Fan. Großer Fan. Großer Fan. Janik war tatsächlich meine Inspo. Super simple, super geil. Das macht wirklich Spaß. Ich wünsche dir richtig viel Spaß dabei. Das Danke. Ist wirklich, das, macht Spaß. Das ist ja wunderbar. Okay, erstmal muss ich die Garnelen trocknen. Mit HelloFresh erhaltet ihr jede Woche eine Box voller frischer Zutaten und richtig guter Rezepte direkt vor eure Haustür geliefert. Ihr spart euch dann den stressigen Einkauf und müsst nicht mehr überlegen, was ihr wann kochen sollt. Die Rezepte sind wirklich super einfach zu befolgen und dauern meist weniger als 30 Minuten. Also perfekt für alle, die wenig Zeit haben, aber trotzdem lecker und vor allem gesund essen wollen. Das war für mich auch, glaube ich, der größte Überzeugungspunkt. Und ein weiterer großer Vorteil ist, ihr könnt die Boxen ganz nach euren Bedürfnissen anpassen, ob vegetarisch, familienfreundlich oder low-carb. Und die Zutaten sind immer frisch und von hoher Qualität. Außerdem trägt HelloFresh dazu bei, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, da die Zutaten halt genau portioniert sind, was ich auch sehr nice finde. Und mit meinem Rabattcode könnt ihr auch noch richtig sparen. Gebt dafür einfach den Code bei eurer Bestellung ein und dann bekommt ihr nochmal das Ganze etwas günstiger. So könnt ihr ganz entspannt ausprobieren, wie einfach und lecker gesunde Ernährung und HelloFresh sein kann. Okay, Leute, ich habe jetzt das Essen fertig. Oh, es half. Oh. Oh, wait, das schmeckt. Ich habe mir jetzt Rezepte rausgesucht, die relativ schnell und einfach gehen, weil ich mich kenne und ich eine Aufmerksamkeitsspanne beim Kochen habe von 2 Minuten. Aber das war erstaunlich leicht und einfach und schnell gemacht. And this is really great. Wait, okay, wow. Ich kaufe mir gerade noch ein neues Buch. Und zwar habe ich mir White Nights von Fjodor Dostojewski gekauft. Das sind Short Stories und es soll angeblich eine sehr, 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 sehr traurige Liebesgeschichte sein. And that's just the kind of thing I'm into right now. Und es ist eine Short Story. Und Janik hat gerade auch probiert. And what do you say? Ich werde nicht bezahlt dafür, Leute. Ich finde es sehr lecker. Also Emma war literally 15 Minuten in der Küche vielleicht. Ja, und komplett Mio done. 10 out of 10. Und ich werde jetzt ein bisschen lesen. Wir sind da wohl so. Ja. Und dann schreibe ich warten. Tschüss, bleib. Oh mein Gott. Ich hab keine Lust durch die Wolken. Oh mein Gott. Vor allem haben wir jetzt auch alle schon aufgegessen. Wie lange sind die jetzt gerade? Double Stew Girl. Double Stew. In 10 Minuten habe ich mein Laser-Appointment und davor habe ich mir noch schnell ein glutenfreies Bananenbrot geholt, was erstaunlich gut schmeckt. Normalerweise, wenn was glutenfrei ist, schmeckt es immer super trocken, aber das schmeckt sehr gut und moist. Weil ich bin bei Bananenbrot immer sehr picky. Manche schmecken richtig geil und andere schmecken immer super trocken. Ich war gerade noch ein wenig Skincare-Produkte nachkaufen, die ich aufgebraucht habe. Ich liebe es, neue Skincare zu kaufen, aber ich hasse es auch, weil es sehr viel Geld kostet, aber ich mache später mal einen kleinen Haul, weil das sind wirklich meine Holy Grail Produkte, die ich nicht mehr austauschen wollen würde. Und jetzt wird die Kutschi gelasert. An dieser Stelle auch nochmal ein kurzer Reminder. Geht zum jährlichen Checkup, Vorsorge für eure Boobs und für eure Genitalien. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Auch wenn ihr keine wechselnden Sexualpartner habt, ihr wollt einfach checken, dass alles richtig ist, dass alles gut sitzt. Und vor allem auch, wenn ihr irgendwie eine Kupferkette, Kupferspirale habt, da wollt ihr immer sicherstellen, dass die auch noch sitzt und alles okay ist. Deshalb geht zu eurem jährlichen Checkup. Falls ihr noch keinen Termin dieses Jahr gemacht habt, ist das der Moment, wo ihr auf Pause drückt und euch jetzt für eure Brüste und für eure Huha beim Gynäkologen einen Termin bucht. Weil es ist wirklich wichtig. Ich war heute, wir haben einen Ultraschall für meinen Boobs gemacht. It's all good. Alles gut untenrum. Amazing. Oh Gott. So Leute, ich bin gerade wieder reingekommen.
Also es ist wahnsinnig warm. Bisschen SPF nachtragen. Ich liebe ja die Caudalie-Produkte und ich habe mir diesen Stick hier geholt. Das ist ein SPF 50 Stick und ich trage den über den Tag immer wieder auf, so auf meine Hände, vor allem beim Autofahren. Und ich schwöre ja auch auf dieses Beauty-Elixier. Ich gehe wirklich, ich kaufe das jeden Monat nach. Ist leider ein bisschen teuer, es kostet 38 Euro, aber ich liebe das. Das ist wirklich mein Holy Grail Make-up-Produkt. Ich war eben beim Laser und ich lasse mir momentan, wie gesagt, meine Achseln und meine Gucci machen. Meine Güte, unter den Armen finde ich es voll ertragbar, aber sobald sie in die Intimzone geht, bin ich so, wait, hold on, warum tut das so fucking doll weh? Also wirklich, ich muss mich so zusammenreißen, weil ich das so schmerzhaft finde. Ich muss richtig, meine Beine sind die ganze Zeit so hochgezogen. Ich war so, Entschuldigung, es tut mir so leid, aber es tut so weh. Naja, aber das ist das. Und ich zeige euch gleich auch noch den Haul. Ich muss nur kurz erstmal was trinken, kurz ankommen und dann zeige ich euch alles, was meine Holy Grail Make-up-Produkte und Skincare-Produkte inzwischen sind. Ich habe mich in die Sonne gelegt noch mal ein bisschen und lese gerade mein Buch zu Ende und werde ein wenig braun. Yay! Den Vogel ASMR im Hintergrund. Ich war aber gerade duschen, habe mir mein Haar so ein bisschen angeföhnt. Ich lasse sie dann immer so den Rest komplett Luft trocknen. Das ist nur, damit ich so ein bisschen Volumen in Ansatz reinbekomme. Und ich habe auch gerade noch die Caudalie Maske benutzt, weil wie ihr sehen könnt, habe ich gerade ein paar Picke wieder. Eigentlich war meine Haut richtig gut. Jetzt seit einer Woche spinnt sie wieder, aber ich bin auch kurz davor, meine Tage zu bekommen. Also ich bin eigentlich schon, ich sollte sie jeden Moment bekommen. Und da ist es eigentlich immer so, dass meine Haut dann etwas eskaliert, deshalb. Aber ich zeige euch erstmal die Produkte, die ich nachgekauft habe. Und zwar habe ich mir von SkinCeuticals mein allerliebstes Vitamin C Serum nachgekauft und ich habe wirklich Vitamin C Serien en masse probiert, also von Drunk Elephant, von La Roche-Posay. Ich habe von jeder Preisklasse habe ich was ausprobiert und ich habe mich sehr lange gedrückt darum, das SkinCeuticals auszuprobieren, weil es halt unglaublich teuer ist. Ich glaube, es kostet 150 Euro und es ist halt, finde ich, sehr, sehr viel Geld für ein Serum. Aber es hat auch die besten Inhaltsstoffe und wenn man mal online nachschaut, dann hat eigentlich SkinCeuticals immer die besten Ratings und the most effectiveness, sorry für die Anglizismen. Dann habe ich mir vor 3 Monaten, habe ich mir jetzt, ja doch, eigentlich fast genau 3 Monate, das ist jetzt her, hat das gehalten. Also es hält auch relativ lange, würde ich sagen, weil man braucht wirklich nicht viel. Habe ich mir das CE Froilic zum ersten Mal geholt und seitdem ist meine Haut wirklich so gut wie nie. Klar, okay, jetzt gerade ist es nicht das beste Beispiel, aber auch wie sie vorher war, viel weniger Rötung, viel ebenmäßiger und einfach mein Teint sieht auch viel besser aus und ich habe einfach viel, viel weniger Pickel. Und das liegt zu einem, glaube ich, daran, dass ich einfach nur wirklich nur noch das Allernötigste benutze und sehr, sehr wenige Produkte benutze und wirklich back to the basics gemacht habe. Ich glaube auch, ein großer Teil liegt an diesem Vitamin C Serum, weil wenn ich es nicht benutze, sehe ich immer, wie meine Haut langsam wieder zurückgeht, weil ich hatte es jetzt 3 Tage nicht benutzt und ich merke dann, okay, meine Haut braucht es schon. Bei uns kann man das irgendwie immer nur in diesem Set kaufen, das ist dann genau gleich teuer. Ich liebe das. Also meiner Meinung nach ist es wirklich jeden Cent wert. Das ist keine bezahlte Werbung, ich zahle das selbst. Aber hey, if SkinCeuticals wanna work with me, hit me up. Dann habe ich mir noch von Avène das Thermalwasser mitgenommen. Ich liebe es einfach im Sommer, mir alle 30 Minuten mein Gesicht einzusprühen. Das habe ich einfach im Sommer immer gerne im Auto oder griffbereit, damit ich mich halt erfrischen kann. Die Caudalie Instant Detox Mask stand schon seit einer längeren Zeit auf meiner Wishlist, weil ich hatte davor immer die andere in dieser hellgrünen Verpackung. Und jetzt habe ich mir mal die kleine Größe von diesem Instant Detox geholt und die habe ich gerade benutzt. Bin ich mal gespannt, aber ich mag deren Detox-Reihe eigentlich sehr, sehr gerne. Mein absolutes Lieblings-Make-up-Produkt habe ich mir ebenfalls heute nachgekauft. Und zwar Chanel Water Fresh Tint. Das ist der beste Tinted Moisturizer, den es gibt. Ich habe noch nie in meinem Leben so schnell einen Tinted Moisturizer aufgebraucht, weil ich ihn einfach so regelmäßig benutzt habe. Und seitdem will ich auch kein anderes Make-up-Produkt mehr benutzen, weil ich finde, das gibt einfach die perfekte, ganz leichte, aber schöne und ebenmäßige Deckkraft für den Sommer, für den Winter. Im Winter habe ich die Farbe Medium und jetzt habe ich Medium Plus.
das beste Produkt ever. Man kriegt dazu immer so einen kleinen Pinsel und ich würde es auch mit dem Pinsel auftragen. Ich habe es versucht mit dem Schwamm aufzutragen, auch mit meinen Händen. Und am ebenmäßigsten sieht es immer aus, wenn man es mit diesem kleinen Pinsel aufträgt oder den vom Hourglass, den Make-up-Pinsel. Große, große, große Empfehlung. Also ich benutze wirklich gar nichts anderes mehr für meine Haut, außer das und ein bisschen Concealer und ich liebe es. Und ist auch obviously acne safe. Ich werde mir jetzt ein bisschen Abendessen machen und sagt mir gerne, was ihr in letzter Zeit so leer gemacht habt und nachgekauft habt vor allem auch. Es ist super warm, deshalb habe ich nichts an, weil ich habe keine Klimaanlage in diesem Zimmer. Und wir haben noch immer 23 Grad um 23 Uhr. So langsam kühlt es sich nämlich nicht mehr ab nachts und das heißt, es wird sehr warm. Aber ich schaue gerade noch The Talented Mr. Ripley. Das ist ja, soweit ich weiß, ich habe Saltburn noch nicht geguckt, aber ich habe ein bisschen... Hallo, my love. Are you hot as well? Oh... Hi. Soweit ich weiß, ist Saltburn inspiriert von dem Film und das ist ein... What are you doing? Was ist das? Und der Film ist mit Jude Law und Gwyneth Paltrow und sogar und auch Cate Blanchett. Also es ist ein wirklich sehr, sehr guter Film. Und ich will unbedingt Saltburn noch schauen. Ich habe den noch nicht geschaut, aber den werde ich dann als nächstes schauen. Aber ja, Pablo, ein bisschen Aufmerksamkeit. Are you okay, my love? You're very hot, aren't you? Oh, thank you. I love you. Und nicht vergessen, mit meinem Code könnt ihr nochmal ordentlich sparen. Also schaut vorbei, scannt den Code und bestellt euch eure erste HelloFresh-Box.